Hallo und willkommen zu meinem neuen Wochenvlog. Ja, nach dem Karnevalswochenende. Ich bin völlig K.O. noch, weiß auch nicht. Immer gerade arbeiten, also bin auch schon um 5 Uhr aufgestanden, vielleicht deswegen auch K.O. Ist ja auch K.O. raus, finde ich. Und ja, bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Werde jetzt erstmal hier ein bisschen Ordnung machen. Aber erstmal trinke ich einen Kaffee. Dann mache ich hier Ordnung. Die Olivia ist zu Hause, die hat immer noch so einen Husten. Wird einfach irgendwie nicht besser. Oder es war ja zwischenzeitlich besser, aber es ist immer wieder da. Und heute Morgen wieder sehr stark. Und ja, sie wollte eh nicht gehen. Und ich finde es auch kontraproduktiv, denn im Kindergarten wird es nicht besser. Dementsprechend bin ich mit der Olivia zu Hause, mache jetzt die Wohnung, muss dann nachher die Rosalind abholen. Die hat heute kein Tanzen, also haben wir heute auch nicht viel zu tun. Meine Mutter möchte unbedingt, dass wir kommen, weil die haben das Gäste-WC neu gemacht und wollen uns das unbedingt präsentieren. Ja, mal sehen. So, bitte jetzt nicht das Chaos beachten und auch der Spiegel ist sehr staubig. Ich muss unbedingt das Schlafzimmer machen. Meine Chefin feiert am Wochenende Geburtstag, hat uns alle eingeladen und alle sollen in Schwarz kommen. Ich habe zwar schwarze Sachen, aber ich habe gedacht, ach komm, kannst ja auch mal was Neues holen. Jetzt habe ich mir hier so drei Einteiler sind das eigentlich, also so Overalls bestellt. Der hier hat hier noch so ein Netzteil zum Drüberziehen. Kann man also auch ohne tragen. Fand es aber gerade mit sehr süß irgendwie. Der ist natürlich ellenlang. So ist das bei mir meistens. Den finde ich aber eigentlich schon sehr schön. Süß mit mit dem spitzen Oberteil. Finde ich eigentlich ganz nett. Ich würde dann trägerlosen BH natürlich zu anziehen. Auch hinten müsste man gucken, dass der BH da nicht und hier das Etikett. Das würde ich auch irgendwie entfernen, dieses Waschetikett da. Taschen natürlich, also den finde ich schon mal sehr schön. Der ist sehr weit geschnitten, also ich bin froh, ich habe S genommen, weil ich mir schon dachte, dass die so weit geschnitten sind und da auch viel reinpasst, dass da S reicht. So, ich hatte drei Stück, einen habe ich schon wieder eingetütet und das ist dann jetzt hier der dritte. Der ist aus so einem Samtstoff. Den finde ich ja sehr schön. Könnte man jetzt die Träger so hoch machen oder so waren sie im Internet. Ich habe den jetzt nicht richtig zu hinten, weil ich da einfach nicht drankomme. Hier sind so Gummis drin, also das hält hier, wenn der richtig zu ist. Der ist oben dann schon noch deutlich enger. Den bräuchte ich, glaube ich, nicht mal kürzen lassen. Wenn ich ein bisschen hohe Schuhe anziehe, dann sollte es gehen. Der hat auch Taschen, was ich ja immer bevorzuge. Jetzt ist die Frage. Welcher wird's? Welcher nicht? Soll ich den anderen zurückschicken oder soll ich beide behalten? Die waren beide echt nicht teuer. Ich glaube 31 Euro und der andere war noch günstiger. Bei diesem hier bin ich ganz ehrlich, stört mich halt nur, ja, mein Oberarm, ne? Ich weiß, Selbstliebe und so, aber mich stört hier, seht ihr diesen Ballen da über dem, oder ja, also diesen Ballen einfach. Wenn man von hinten guckt, ist das so richtig, dass das so drüber hängt. Das stört mich. Also mich stört nicht, dass ich dicke Oberarme habe. Einfach dieser Knubbel da, das sieht von hinten so doof aus. Ich ziehe mich jetzt jedenfalls erstmal um. Ich behalte, glaube ich, beide. Und den ziehe ich, glaube ich. Oh, er rutscht. Der muss auf jeden Fall richtig zugemacht werden hinten. Oder man trägt den so. Geht natürlich auch. Ich behalte, glaube ich, beide. Und den werde ich, glaube ich, anziehen. Aber bis Samstag habe ich mich vielleicht noch dreimal umentschieden. Den dritten, der geht auf jeden Fall zurück. Ich hatte auch noch eine Jeans bestellt. Probiere ich eben nur an. Und dann putze ich das Schlafzimmer, weil ich mich jetzt gerade selber so ekel. Das ist die Jeans. Ich bin gerade richtig verliebt. Die sieht richtig toll aus. Bin total begeistert. Ich hatte erst Angst, die fühlte sich so eng an, dass die gar nicht passt. Passt aber. Wenn ihr wissen wollt, also ich habe keinen Code oder so, ist keine Kooperation. Habe ich mir selber angezeigt. Ist hier von Cider. Negativ da ist nur, zurücksenden ist da nicht, wohl nicht kostenlos. Da muss man irgendwie den Versand selber zahlen. Aber man kann für 1,99 einen Rücksende. Versicherung quasi dazu zahlen. Also kann ich jetzt für 1,99 habe ich schon bezahlt. Und dafür kann ich dann jetzt den einen Anzug auf jeden Fall auch zurückschicken. Schaue ich mal, vielleicht schicke ich doch noch den zweiten. Ich schlafe da jetzt erstmal drüber und dann, weil eigentlich brauche ich nur einen. Ich bin jetzt nochmal schnell vom Asiamarkt los. Zur später Stunde. Ja, wir waren auch kurz bei meinen Eltern und haben uns das Gäste-WC angeguckt. Alle zusammen. Sojasoßen ohne Ende. Ich weiß jetzt gar nicht, welche wir hatten. Wir sind schon wieder fertig und haben hier eigentlich jetzt sogar mehr gekauft, als wir eigentlich wollten. Die Kinder haben sich hier diese Jelly Straws ausgesucht. Da ist da so Gelee zum Rausdrücken. Keine Ahnung, Olivia wollte unbedingt eine eigene Packung, eine andere.
Wir haben hier mal einen 5 Kilo Sack Jasminreis geholt, denn wir essen ja immer den Jasminreis. Der ist ziemlich teuer. Der Sack kostet hier jetzt 10 Euro, also 2 Euro ein Kilo ist okay. Spart man ein bisschen. Ja, ganz viele Tütensuppen. Deswegen waren wir ja eigentlich da. Ich habe mir hier Mochi-Kuchen mitgenommen. Ich liebe ja Mochi. Die Kinder hatten Mochi-Eis von der Theke. Dann haben wir noch hier so komische Eis. Die kennt die Rosa denn irgendwie von der Bude und hat die überall schon gesucht, nie gefunden. Und irgendwo haben wir auch noch was im Bubble-Tea-Set hier. Ja, das war es aber auch schon. Mehr haben wir jetzt nicht gekauft. Waren und ja auch eine Riesenreisbüte. Ja, habe ich ja schon gesagt. Wir waren ja auch ziemlich schnell da wieder weg. Etwas über 30 Euro habe ich jetzt bezahlt. Ja, da ich ja bis maximal 19 Uhr esse, wir jetzt Viertel vorhaben, probiere ich jetzt noch schnell so Mochi hier. Die sehen so aus bisher. Kennen die meisten wahrscheinlich Mochi nur als Eis. Es gibt es halt auch so als kleine Kuchen. Boah, lecker. Die hatten so viele Sorten. Ich war mir so unschlüssig. Ich habe aber früher immer super gerne den Bubble Tea mit Milch, Milk Tea und diesen Tapioca-Perlen getrunken, weil ich einfach den Geschmack so liebe. Habe ich mir jetzt auch Mochi Bubble Milk Tea genommen. Da sind auch die Tapioca-Perlen drin. Also wer das mag, dieses Tapioca, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super lecker. So, ich habe die Olivia im Schlepptau und wir gehen jetzt erstmal unseren Wocheneinkauf hier erledigen. Die hat sich auch schon einen kleinen Wagen organisiert. So, wir machen jetzt unseren Wocheneinkauf und dann fahren wir nach Hause. So, wir sind zu Hause. Wir waren jetzt bei Aldi und dann noch kurz bei Lidl. Ich wollte eigentlich nach Lidl. Auf dem Weg habe ich dann gedacht, ach, wir können auch nach Aldi. Und dann ist mir total entfallen, warum ich nach Lidl wollte. Ja, wegen Kaffee. Wir haben keinen Kaffee mehr. Also Kaffeekapseln und die sind bei Lidl im Angebot gewesen. Deswegen mussten wir danach jetzt trotzdem nochmal nach Lidl. Da waren aber auch noch ein paar andere Angebote. Haben ein paar Sachen noch gekauft. So. Jetzt mache ich erstmal den Haul, wenn ich ein bisschen verschnauft habe. Aber ich kann euch schon mal sagen, bei Lidl ist Philadelphia im Angebot und die haben auch Lachs Philadelphia. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. So, ich habe mir spontan überlegt, ich nehme euch jetzt mit. Heute gibt es endlich die Putenbrust vom Blech mit Gemüse und Kartoffeln. Ich habe hier schon eine rote Paprika, eine Zucchini, drei Tomaten und 400 Gramm Kartoffeln ungefähr. Klein geschnitten, klein gewürfelt. Jetzt mache ich die Marinade im Thermomix. Hier liegt schon die Putenbrust und Knoblauch. Da wird jetzt gleich die Marinade drauf gepinselt. Dann wird die restliche Marinade ins Gemüse gemischt. Und dann kommt alles zusammen hier auf ein Blech. Super lecker, mögen hier alle. Ich starte jetzt mit der Marinade. Mein Mixtopfdeckel, der ist hier ein bisschen gelb. Das ist Kurkuma. Kriege ich irgendwie nicht mehr ab. So, eine Knoblauchzehe rein. Ich habe zwei genommen, weil ich denke, das kann da nicht schaden. 5 Sekunden, Stufe 7. Da kommen jetzt eigentlich noch Basilikumblätter und Petersilie dazu. Da habe ich aber getrocknete, weil sich das mit den Frischen bei mir nicht lohnt. So, mit dem Spatel nach unten schieben. 25 Gramm Öl. Olivenöl nehme ich da. Petersilie, Basilikum. Das sollen 6 bis 8 Blätter eigentlich. Und auch eine Handvoll Petersilie. Da ich ja jetzt nur die getrockneten nehme, mache ich das so. Pi mal Daumen. Zitronensaft, so einen großen Spritzer. Thymian, einen Teelöffel. Dann italienische Kräuter. Ich nehme hier den mediterranen Gemüse-Allrounder von Just Spices. 2 Teelöffel rein. 2 Teelöffel Salz. Das finde ich übrigens super praktisch. Da sind ja einfach die Löffel schon drin. Und das geht irgendwie viel schneller und besser dann. Ein bisschen weißer Pfeffer. Ein 1/4 Teelöffel Curry, also wirklich nicht viel. Ein bisschen Selleriesalz, auch nur 1/4 Teelöffel. Einen ganzen Teelöffel Paprika süß und auch Paprika scharf. Ein Teelöffel Tomatenmark und ein Teelöffel Paprikamark, Esslöffel, Entschuldigung. Paprikamark habe ich nicht, deswegen mache ich jetzt einfach ein bisschen mehr Tomatenmark rein. Und 20 Gramm Wasser. Das war's schon. Das jetzt alles 10 Sekunden auf Stufe 3 vermengen. So, dann ist die Marinade fertig. Damit bestreiche ich jetzt das Fleisch. Lege das schon direkt aufs Blech. Schön großzügig bestreichen.
von beiden Seiten oder von allen Seiten. Ich glaube, ich lege das Gemüse heute mal extra in eine Auflaufform, denn ich habe ein bisschen mehr Hähnchenbrust gemacht, weil wir heute ja auch Spielbesuch da haben. Ich glaube, ich lege das Fleisch hier rein. Zack, zack. Sonst habe ich nämlich keinen Platz mehr fürs Gemüse. Habe ich das schon mal in den Ofen? Den Ofen habe ich vorgeheizt, 180 Grad Ober-Unterhitze. Da packe ich jetzt den Rest rein von der Marinade. Am besten kann man das tatsächlich mit den Fingern vermengen. Deswegen habe ich mir jetzt einen Handschuh geholt und mache das jetzt einmal so. Schüssel ist auch ein bisschen klein. So sieht es jetzt hier aus. Da hätte jetzt tatsächlich die Hähnchenbrust nur oben drauf gepasst. Keine Ahnung, ob das dann alles richtig knusprig auch wird. So, das packe ich jetzt mit da rein. Für 35 Minuten, wie gesagt, bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder, 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze so. Und ja, meine Blecher haben es auch mal wieder richtig nötig. Genau, das schiebe ich jetzt rein und dann können wir so eine halbe Stunde genießen. So, der Besuch ist weg. Haben wir weggefahren. Und ich bin auch schon im Schlafanzug. Ich werde jetzt hier noch aufräumen ein bisschen. Und hier dreht gerade die Maschine ihre Runden. Wir haben gerade 7 Diddelmäuse abgeholt. Die Olivia hat hier auf dem Kinderkarnevalszug am Montag eine Diddelmaus zugeworfen bekommen, so eine uralte, die ich auch schon gewaschen habe. Und damit kuschelt die ganze Zeit. Und jetzt wollte die Rosalind auch unbedingt eine Diddelmaus. Und die Olivia noch mehr, als sie dann gesehen hatte online, wie viele es da mal gab. Und dann habe ich hier direkt in der Nähe jemanden gefunden, der hatte 6 oder 7, ich weiß es nicht genau, Diddelmäuse für 10 Euro angeboten. Die haben wir abgeholt und die drehen jetzt gerade ihre Runde in der Waschmaschine und dann freuen sich die Kinder da gleich drauf. Ja, das Essen, ich habe es euch ja gezeigt, ich habe es mit euch gekocht. Es ist nichts mehr da, es ist alles weg und es war so viel. Es hat hier allen super geschmeckt. Die Olivia mochte, glaube ich, nur die Kartoffeln nicht oder nur das Gemüse, ich weiß es jetzt gar nicht. Auch Rosalinds Freundin hat richtig reingehauen, die sagt, bei denen gibt es das jede Woche. Denk mal, sowas in der Art oder... keine Ahnung. War auf jeden Fall ein voller Erfolg. Ich habe jetzt gerade noch Backcamembert gemacht für die Rosalind zum Abendbrot. Und die hat noch die letzte Portion vom Mittagessen gegessen. Und die Olivia hatte noch einen Toast mit Lachs Philadelphia. Seit ich den das letzte Mal von Kaufland, glaube ich, geholt habe, liebt die den ja genauso wie ich. Wir hatten auch heute Morgen jeder einen Toast damit. Ich hatte übrigens ja beim letzten Mal in der Goodiebox, dieses Reinigungsschwämmchen oder Gerät, keine Ahnung. Das ist so mega, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe ja gesagt, ich benutze das sofort. Ich mache mir die Reinigungsgel-Creme, was auch immer da drauf, mit ein bisschen Wasser und reinige mich damit komplett ab. Das ist so ein schöner Massageeffekt und es wird so sauber damit und man hat auch kein Wasserproblem mehr, also an den Armen und so, kann ich sehr empfehlen. Also das war, glaube ich, von Nire oder so, aber vielleicht gibt es die ja auch von einer anderen Firma. Vielleicht hat ja auch jemand zugeschlagen bei der Goodiebox letzten Monat und hat das jetzt auch. Ich finde es mega. Da war ja auch ein Reinigungsgel bei, genau, das benutze ich nämlich auch im Moment damit. Super, also vielleicht ist auch die Kombi, das Gel ist auch sehr gut. Hallöchen am Freitag, ich war heute arbeiten, habe jetzt gerade geduscht, mir die Haare ein bisschen angeföhnt. Ich wollte mir mal angewöhnen, die jetzt doch zu föhnen. Das soll für die Haarstruktur irgendwie besser sein. Ich habe ja immer Luft trocknen lassen. Ich mache mir jetzt erstmal ein Frühstück, weil ich ja immer erst ab 11 frühstücke wegen dem Intervallfasten, was übrigens sehr gut klappt. Ich kann da... jedem nur zu raten. Ein paar Tage, die ersten paar Tage ist es schwierig und dann läuft es einfach so. Ja, Mittagessen gibt es heute was ganz Einfaches. Chinkennudeln, die gehen ruckizucki. Und wir haben jetzt 20 vor 11. Ja, ich hole die Olivia um 12 ab, die Rosalind danach. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich vorher koche. Ich denke nicht. Ich denke, wir kochen dann, ich koche dann, wenn die Kinder zu Hause sind. Heute Nachmittag wollen wir auf den Spielplatz, aber es fisselt gerade. Ich hoffe, dass es nicht noch richtig anfängt. Ja, ansonsten gehen wir da nämlich nicht. Wir sind ein bisschen am Basteln. Ich habe gestern Abend im Internet gesehen. Ja, im Internet gesehen, wie aus diesen Disney 100 Stickern, die wir da gesammelt haben, dass man aus den doppelten Stickern so eine Collage macht, so ein bisschen ausschneidet, ein bisschen nicht ausschneidet und ja, alle so übereinander klebt. Wir haben da gerade bei Action 2 Bilderrahmen für gekauft und sind jetzt hier alle drei dran. Eigentlich wollten die Kinder das machen, aber ich mache auch eins.
Mal gucken, falls einer nicht so zufrieden mit seinem ist, kann er meins dann nehmen. Ich habe eben die Kinder ins Bett gebracht, wollte aber noch eben ein fertiges Bild zeigen. Ich glaube, das war jetzt von der Olivia. Finde ich, ist richtig cool geworden. Von Rosalind, das ist genauso schön. Und meins ist jetzt quasi über, können die Mädels sich noch einig werden, wer es bekommt. Aber wir haben auch nur zwei Bilderrahmen geholt. Ja, außerdem haben wir noch mit den restlichen Stickern hier so ein Memory gemacht. Immer zwei gleiche. Die sehen alle gleich aus. Die will ich jetzt noch einlaminieren. Mein Bruder, der hat ein Laminiergerät. Wir haben keins. Ja, dann haben wir uns ein eigenes Memory noch gemacht. Auch eine coole Idee, finde ich. Ja, wir haben immer noch mehr als genug Sticker über. Können da noch irgendwas mitmachen. Also, falls ihr noch Sticker über habt oder auch andere, da kann man ja auch mit sämtlichen Stickern machen, auch wenn man Fußballfan ist und man hat irgendwie so Sammelsticker, kann man auch damit sowas machen. Fand ich echt eine coole Idee, habe ich mich gefreut und die Kinder hatten auch richtig Spaß. Hallo, am Montag, ich bin wieder frisch. Ich war am Samstag ja auf dem Geburtstag meiner Chefin und gestern den ganzen Tag irgendwie daneben. Also wir haben uns gestern nur ausgeruht. Der Patrick war mit den Kindern noch im Trampolinpark und dann haben wir irgendwann Pizza bestellt. Also gestern war mit mir überhaupt nichts los. Dafür bin ich heute super frisch und super gut dabei und starte jetzt direkt richtig gut in die Woche. Enthusiastisch, sagen wir es mal so. Ja, ich hoffe, der Wochenvlog hat euch gefallen, denn wir haben Montag und die Woche ist um. Und ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss!